Hallo und herzlich willkommen zum Hula Hoop Tutorial heute. Und zwar schauen wir uns die allerersten Schritte mit so einem tollen Reifen an. Wahrscheinlich habt ihr genauso wie ich jetzt einen etwas größeren und breiteren, schwereren Reifen. Das ist besonders am Anfang ganz super, weil der ist ein wenig träger und das heißt, wir haben für alles ein bisschen mehr Zeit und können ein bisschen mehr reinspüren, wie sich das im Körper anfühlt. Ja? Wir gehen mal her und steigen durch den Reifen durch und dann möchte ich gerne, dass der so ganz hier hinten angelegt ist, ja? Dann kann ich den hochklappen und ich will den gern spüren. Ich habe den hier richtig am Rücken und ich achte darauf, dass ich wirklich parallel zum Boden stehe mit dem Reifen. Und was ihr als allererstes macht, ist mal die Bauchmuskeln anzuspannen und den Hula-Hoop-Reifen zu drehen, ohne was zu bewegen. Nur mit den Armen anschwingen, Bauchmuskeln anspannen und dann seht ihr, der würde sich jetzt so lange drehen, bis er überhaupt nach unten geht. Das macht ihr bitte erst ein paar Mal. Und wenn ihr das spürt, wie sich das anfühlt und wenn ihr auch sicher sein könnt, dass euer erstes Andrehen richtig schön parallel zum Boden passiert, dann gehen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt schaut ohne Hula Hoop erstmal so aus. Ich habe ein bisschen ein Bein nach vorne gestellt. Ob ihr lieber das linke oder rechte vorne habt, dürft ihr selber entscheiden. Und dann ist meine Bewegung eigentlich die hier. Das ist so ein bisschen vorwärts, rückwärts, weil ich möchte immer Kontakt mit dem Hula Hoop halten. Ja? Wenn der hinter mir ist, dann schiebe ich ihn, damit er nach vorne kommt. Wenn der vorne ist, schiebe ich ihn, dass er wieder nach hinten geht. So komme ich an meine kreisrunde Bewegung ran. Ich setze ihn also wieder hier hinten an, gehe dann her. Ich kann auch mal so ein bisschen erst noch so links und rechts eindrehen. Und wenn ich meinen schönen Schwung habe, dann lasse ich ihn losdrehen und mache hier jetzt meine Bewegung. Ich mache die mal so ein bisschen übertrieben. Dann schaut die so aus. Die darf gerne am Anfang auch größer sein. Später werdet ihr merken, wenn ihr öfters spielt, wird diese Bewegung ganz automatisch immer ein bisschen kleiner. Wichtig ist auch immer gleich mal nachzuschauen, spielt ihr eigentlich mit oder gegen den Uhrzeigersinn? Wenn ich jetzt bei mir nach unten gucke, dann sehe ich, der Hula Hoop dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, sprich ich spiele nach links. Achtet mal drauf, immer wieder auch die andere Richtung zu spielen. Das fühlt sich vielleicht am Anfang etwas lustig an, aber ist wirklich eine wichtige Sache. Wenn der sich jetzt also schon erstmal schön um die Hüften dreht, dann fangen wir an, so ein bisschen zu erforschen, was kann ich denn jetzt machen? Ich habe zum Beispiel, wenn der Hula Hoop sich um die Reifen dreht, meine Arme frei. Sprich, ich kann hier so ein bisschen mit den Armen tanzen, kann die hier bewegen, kann die auch mal nach oben nehmen. Oder ein Namaste. Kann die auch hier richtig schön in den Nacken legen. Sprich, wir gewöhnen uns immer ein bisschen näher an den Hula Hoop. Das nächste, was wir machen, ist, dass wir uns mit dem Hula Hoop mitdrehen möchten. Ich habe das vorher gerade schon gemacht und ihr seht, das schaut super schön aus. Erstmal Hula Hoop wieder andrehen, nachschauen, welche Richtung dreht ihr, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Und am Anfang wollen wir uns auch immer mit dem Hula Hoop mitdrehen. Ich drehe mich also nach links, weil jetzt spiele ich auch gerade nach links. Wenn ich mit dem Uhrzeigersinn spiele, dann drehe ich mich hier nach rechts. Wenn sich das auch wiederum gut anfühlt, dann kann ich hergehen und beides miteinander verbinden. Meine Armfreiheit mit hier dem im Kreis drehen. Und ihr schaut, seht schon, mit ein bisschen Musik kann man da ganz viel machen. Ihr könnt auch mal ein bisschen links oder rechts gehen. Ich will jetzt nicht aus dem Video rauslaufen, aber versucht wirklich den Hula Hoop so natürlich wie möglich bei möglichst vielen anderen Bewegungen, um den Körper zu halten. Denkt wieder dran, das in beiden Richtungen zu machen. Wenn wir so weit sind, kommt die nächste Übung, eine ganz wichtige Übung, die uns später bei ganz vielen Sachen helfen wird. Wir wollen nämlich hergehen und Löcher suchen. Und zwar die Hula-Hoop-Löcher. Das ist das Hula-Hoop-Loch.
Und wenn hier Platz ist, kann ich mit der Hand reingreifen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Hula Hoop ist hier vorne und ich habe ganz viel Platz. Oder der Hula Hoop ist hier hinten. Dann habe ich keinen Platz, um ans Loch zu greifen, aber weiß, dass ich nach außen an den Hula Hoop greifen kann. Wir drehen ihn also wieder an. Ich schaue nach unten und immer wenn ich sehe, dass ich da viel Platz habe, mache ich meine Hand rein. Ich kann auch mal schauen, ob ich beide reinmachen darf. Und dann gehen wir her und versuchen es wieder mit dem Drehen zu verbinden. Ich fange also an zu drehen und Arm kommt rein. Ich drehe und Arm kommt rein. Und jetzt seht ihr schon, das schaut auch super schön aus. Ich kombiniere das ein bisschen mit den ganzen Bewegungen, die wir vorher schon gemacht haben. Und ich versuche natürlich zwischendurch mal die Richtung zu wechseln. Zack. Genau, dann haben wir schon einen richtig süßen Flow eigentlich. Mit ein bisschen links rum, ein bisschen rechts rum, Arme frei haben, ein bisschen bewegen und zwischendurch die Löcher suchen. Wir machen noch ein klein wenig Off-Body-Hooping, das heißt, der Hula-Hoop ist nicht am Körper oder also nicht hier um den Torso, wie sagt man das auf Deutsch, hier am Körper, sondern so ein bisschen außerhalb. Und das mache ich mal, ich fange mal mit den Händen an. Ich lege den Hula-Hoop direkt hier zwischen meinen Daumen und meinen Finger. Und dann kann ich hergehen und zugreifen mit der Handfläche und den Hula-Hoop einfach mal so ein bisschen hier links und rechts schwingen. Und dann werdet ihr gleich schon spüren, welche Seite euch leichter fällt. Und dann gebe ich einen größeren Schwung, mache die Handfläche auf. Wenn ich Lust habe, kann ich zwischendurch auch immer mal zumachen. Das ist jetzt ein relativ großer, schwerer Hula-Hoop, da ist das ganz schön. Ich lasse einfach den Arm so ein bisschen angebeugt. Ich muss den jetzt nicht ganz ausstrecken, das ist bei so einem Großen immer ein bisschen viel Arbeit. Könnt ihr aber gerne machen, gibt schöne Oberarme. Und das Ganze geht natürlich in beide Richtungen. Ich kann einmal mit, einmal gegen und einmal mit dem Uhrzeigersinn spielen. Und, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, ich möchte auch gerne mal die Hände wechseln. Wichtig ist beim Händewechseln zu beachten, ich muss auch hier wieder wissen, wann habe ich richtig viel Platz. Sprich, wo ist mein Loch? Wann kann ich da durchgreifen? Jetzt. Jetzt. Und dann weiß ich, das ist auch der Moment, wo genug Platz ist, um hier die zweite Hand dazu zu bringen. Wichtig ist, ich habe die sofort ganz nah beieinander. Und auch wenn ich die wieder raushole, kommt die einfach sofort wieder raus. Nicht irgendwie lange rummachen, sondern rein, raus. Und dann bin ich hier. Ich kann mich hier auch zur Seite drehen und schon habe ich den Hula Hoop an der Seite, muss ich gar nicht viel machen. Und wer natürlich einen etwas kleineren, leichteren Hula Hoop auch zur Verfügung hat, der kann auch wechseln. Ihr müsst das nicht mit dem großen, schweren machen, wobei es kein Problem ist, das geht auch mit großen, schweren. Ist ein bisschen einfacher für die Hände mit so einem leichteren. Ihr könnt hier ruhig auch austesten, wie weit kommt ihr mit dem Hula-Hoop hinter euch an den Rücken ran. Dann übergebe ich ihn hier wieder und mache das gleiche auf dieser Seite auch. Ich wünsche mir, dass der Hula-Hoop so ganz parallel direkt vor mir ist, als würde ich direkt vor einer Wand stehen. Ich kann natürlich auch mal so ein bisschen hier erforschen, wo darf ich da überall hin. Und dann würde ich gerne noch nach oben gehen mit euch, zum Helikopter. Hierfür habe ich den Hula-Hoop innen gegriffen und ich bin Rechtshänder, da spiele ich oft ganz gerne erstmal um die rechte Hand. Ihr könnt aber gerne auch die linke nehmen, idealerweise üben wir nachher sowieso beide. Jetzt habe ich am Anfang die rechte Hand zu, die linke ist offen und meine linke Hand ist eigentlich nur da, um so am Anfang ein bisschen zu stabilisieren, dass das ganz schön aussieht, dass der Hula Hoop hier oben ist und dann fange ich an so ganz wasch und leicht zu drehen und wenn ich bereit bin, gebe ich dem Hula Hoop einen größeren Schwupp und muss dann ganz schnell oben meine rechte Hand aufmachen, dass der Hula Hoop sich auch darum drehen kann. Den Oberarm habe ich hier so schön wie es geht an den Ohren, dass wir eine schöne Linie hier haben.
Und kann dann natürlich auch hergehen, mich hier drehen. Ich habe wieder eine freie Hand. Kann den zweiten Arm wieder mit dazu nehmen. Am Anfang bitte immer oben gucken, dass ihr seht, wo die Hände hingehen. Auch hier wieder, ihr kennt das ja von vorher, Löcher suchen. Später könnt ihr das auch machen, ohne hinzuschauen. Ist gar kein Problem. Genau, jetzt haben wir uns schon einige Sachen angeguckt. Wir setzen uns das mal noch in einem kleinen Flow zusammen. Ganz toll ist, wenn ihr euch einfach Musik anmacht und euren eigenen Hoop-Flow findet. Wir haben angefangen mit Durchsteigen und Hula-Hoop an den Rücken. Wir spielen eine Runde uns ein, finden hier ein paar schöne Bewegungen, gehen auch zum Löcher suchen, denken dran, in beide Richtungen zu spielen. Gehen dann her, halten ihn an, können hier auch so ein bisschen hochklappen. Und dann nehme ich die rechte Hand, da halte ich ihn fest, mit der linken lasse ich los. Und dann habe ich ihn schon hier nach vorne geklappt. Und fange an, um die rechte Hand zu drehen. Kann hier auch so ein bisschen Platz ausnutzen. Denk an mein Wechseln. Und kann auch mal beide Hände drin haben. Und bringt ihn dann nach oben, denkt wieder dran, beide Hände in der Mitte, dreht euch ruhig ein paar Mal hier. Hula Hoop kann auch nochmal hoch oder runter kommen, während die Hände hier schön innen sind. Und dann drehe ich ihn oben an, mein Helikopter. Auch hier kann ich nochmal schön drehen. Und wenn ich möchte, halte ich ihn dann wieder fest und bringe ihn sanft wieder über die Seite nach vorne, kann ihn mir über die Schulter hängen. Und dann war es das schon für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben und bis bald. Ciao, ciao.